Hallo liebe Leute, folgendes geht es um ein Interview mit Dr. Alexander Gauland bei Tagesschau 24 und um andere interessante Passagen aus der Wahlberichterstattung zu Brandenburg-Wahl bei Tagesschau 24. Es wird viel zusammengefasst in kurzer Zeit, was für die Politik aktuell wichtig ist. Aber es war hier eine Menge los. Es gab auch eine Protestkundgebung draußen auf der Straße von Marquarder Bürgern, von einem Potsdamer Bündnis, Demokratiebündnis im Norden. Jetzt wird es hier noch mal ein bisschen dunkler. Und von der Antifa, der etwa 150 Leute, die noch mal versucht haben, hier ein Zeichen zu setzen. Die Glocken der Kirche hier nebenan haben geläutet. Also man ist alles andere als zufrieden damit, dass die AfD hier feiert. Und man wollte eben ein Zeichen setzen. Die AfD hat ihr Zeichen heute Abend hier gesetzt und gibt sich sehr kampfeslustig, seit sozusagen fast vorfreudig auf die nächsten 5 Jahre. Und ich glaube, was mir hier Abend, heute Abend auch auffällt, Hans-Christoph Berndt wollte ja gar nicht mit uns sprechen. Er sieht sich vom RBB falsch dargestellt. Wir haben sehr viele alternative Medien hier gesehen. Auf die setzt die AfD jetzt und vor allen Dingen auch in Zukunft. Also nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern man versucht über Social Media da noch viel mehr Wählerschichten, gerade auch bei den Jungen, zu erreichen. Ja, vielen Dank, Hanno Christ. Wir haben die Runde erweitert. Alexander Gauland ist zu uns ins Studio gekommen, auch zu einem öffentlich-rechtlichen Sender. Guten Abend, Herr Gauland, Ehrenvorsitzender der AfD. Wie bewerten Sie dieses Ergebnis? Auf der einen Seite diese Zugewinne, auf der anderen Seite sehen und hören Sie ja auch, dass niemand mit der AfD zusammenarbeiten will. Wie gehen Sie damit um? Sie müssten bitte Mikrofon nehmen, damit man Sie hört. Das Ergebnis ist erstmal für die AfD sehr gut. Ein Drittel der Brandenburger Wähler hat uns gewählt. Ja, es gibt einen Wermutstropfen. Wir wollten vor der SPD liegen, aber so ist nun mal Politik. Unser Einfluss ist stark, denn wenn wir nicht ununterbrochen bestimmte Themen sozusagen in den Fokus unserer Politik gestellt hätten, hätte sich nichts geändert. Das gilt nicht nur für die SPD, das gilt genauso für die CDU, die zum Beispiel ihre Flüchtlingspolitik niemals geändert hätte ohne unseren Druck. Vielleicht mal eine Frage noch zu Ihrem Spitzenkandidaten Hans-Christoph Berndt. Der wird vom Brandenburger Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Ist Ihnen die Partei in den letzten Jahren selbst einen Tick zu weit nach rechts gerückt oder wie sehen Sie das? Also ich würde das, was der Verfassungsschutz sagt, in keiner Weise sozusagen akzeptieren für mich als dieselbe Entscheidung. Der Verfassungsschutz, Entschuldigung, ja, um es ganz deutlich zu sagen, den Verfassungsschutz gibt es in der Form in einem demokratischen Staat nur in Deutschland, in keinem anderen Land. Und sozusagen den Versuch zu machen, Meinungen als illegitim darzustellen, wie das der Verfassungsschutz macht, das ist völlig verfehlt. Ich war schon gegen den Verfassungsschutz, als er PDS-Leute beobachten wollte. Und ich bin auch weiter dagegen. Und was für Herrn Ramelow galt, gilt natürlich für Herrn Berndt auch. Das heißt aber, ich muss da nochmal nachfragen, Sie sehen Herrn Berndt klar innerhalb der Verfassung, weil diese Verfassung ist es ja, würden Sie mir da folgen, doch ja, wert, geschützt zu werden? Ich sehe überhaupt kein Problem, dass Herr Berndt nicht innerhalb der Verfassung agiert, ist doch völlig klar. Hier wird ein Thema aufgemacht, es wird der Versuch gemacht, uns immer in die Nähe von irgendwelchen rechtsradikalen Spinnern zu bringen. Herr Berndt ist ein vernünftiger Politiker mit einer Berufserfahrung und insofern ist das, was der Verfassungsschutz macht, nur der Versuch, uns aus dem demokratischen Diskurs möglichst auszuschließen. Ich hatte Herr Berndt selber die Frage gestellt, vielleicht wissen Sie es, warum ist er denn nie dagegen vor Gericht oder vor Gericht dagegen vorgegangen? Hätte er ja machen können. Gegen was soll er vorgehen? Na, gegen diese Einstufung als rechtsextrem. Entschuldigung, ich bin auch nicht gegen bestimmte Einstufungen im Verfassungsschutzbericht vorgegangen. Da könnten Sie ununterbrochen vor Gericht ziehen, denn jedes Mal sind die Einstufungen des Verfassungsschutzes im Grunde genommen völlig verfehlt. Dankeschön. Erstmal bis hierher. Wir wollen noch mal erstmal ins Land hinausschalten. Sie bleiben bitte bei uns. Klar, aber wir erwarten von einer Landesregierung, besonders wenn wir daran beteiligt sind, dass sie ihre Stimme erhebt und sich stark macht für mehr Diplomatie in der Ukraine und eben auch sich klar positioniert gegen die Stationierung der US-Mittelstreckenraketen. Das ist etwas, was eine große Mehrheit auch hier in Brandenburg klar ablehnt. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Ja, und das Gespräch haben wir so gegen 19 Uhr hier im Brandenburger Landtag aufgezeichnet. Ich habe weiter Gäste hier bei uns im Studio, Alexander Gauland, Matthias Platzek und Barbara Richstein. Herr Gauland, erste oder nächste Frage an Sie. Das BSW ja, hat durchaus inhaltliche Überschneidungen zur AfD. Wie sehr fürchten Sie die neue Konkurrenz? Ist genug Platz für beide? Ich fürchte die neue Konkurrenz gar nicht. Wir haben in der Tat Überschneidungen, Gott sei Dank. Und das Problem des BSW wird sein, wie es die Politik, die es die Frau Wagenknecht auch in ihrem Buch vertritt, also keine Zuwanderung in der Form, wie wir sie jetzt haben, und mehr Initiativen für Frieden in der Ukraine, wie sie das umsetzen wollen mit SPD und unter Umständen Grünen. Das, da bin ich mal sehr gespannt. Da kann es durchaus sein, dass die Wähler des BSW bald sehr enttäuscht sind. Denn gerade die Grünen sind ja sozusagen vor Kriegsbegeisterung gar nicht zu stoppen. Von daher, die Grünen scheinen ja im Verlauf des Abends erstmal, entschuldigen Sie, dass ich das hier einwerfe, nicht unbedingt eine Rolle zu spielen, ist noch völlig offen. Sie würden gerne, zumindest habe ich das gelesen, mit dem BSW zusammenarbeiten, aber selbst das BSW möchte nicht mit Ihnen zusammenarbeiten, trotz dieser Überschneidungen. Wie frustrierend ist das für Sie? Die Brandmauer ist bitte natürlich etwas, was das BSW, das jetzt neu sozusagen in dem politischen Spiel ist, im Moment nicht tangieren will. Weil natürlich die Medien sich eingeschossen haben, einschließlich Verfassungsschutz, auf die AfD als sozusagen verfassungsfeindlich. Von daher möchte das BSW im Moment nicht davon tangiert werden. Ich glaube nicht, dass Brandmauern halten, auch die zum BSW wird nicht halten. Dankeschön, das sollten Sie noch gesagt haben. Herr Platzek, möglicherweise wird kein Weg für die SPD am BSW vorbeiführen bei einer Regierungsbildung. Sehen Sie Schnittmengen? Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, es gehört auch immer das Menschliche dazu. Zu Robert Krumbach gibt es offenbar einen menschlichen Bezug. Trauen Sie Dietmar Woidke zu, dieses Bündnis zu schmieden? Und was würden Sie mitgeben als Rat? Also erstens traue ich Dietmar Woidke alles zu, was politisch nötig ist und was dieses Land irgendwie vorwärts bringen muss. Und wir können ja hier keinen Stillstand haben. Die Schnittmengen sind, wenn man sie sich genau anschaut, überschaubar, aber es gibt welche. Und das Persönliche, glaube ich, spielt auch eine Rolle, da haben wir vorhin drüber gesprochen. Und der Rest, das wären wahrscheinlich keine kurzen Koalitionsverhandlungen, das muss man ganz nüchtern sagen. Das wird wahrscheinlich lang und intensiv verhandelt werden müssen. Es wird zunächst von einer Protestkundgebung, von einem Demokratiebündnis geredet und der Antifa, die ein Zeichen setzen wollen. Es wird suggeriert, es handelt sich hier um Zivilcourage, um etwas Gutes. Wobei geht es hier aber tatsächlich. Es geht darum, andere Meinungen zu unterdrücken, Leute für ihr Wahlverhalten zu drangsalieren. Die Antifa wird ausgeschwiegen und viele Leute, die jetzt nicht YouTube gucken, die kennen die Antifa gar nicht und die wissen gar nicht, wie das aussieht, wenn Antifa-Leute oder andere, aber meistens Antifa, wie das aussieht, wenn diese Leute ein Zeichen setzen. Tatsächlich ist es genau so, dass das, was sie über die AfD behaupten oder über Michael Stürzenberger, genau das verkörpern sie selbst. Und sie lenken davon ab, indem sie es anderen vorwerfen. Das heißt, wenn dann die anderen darauf verweisen, die Antifa macht das oder das Demokratiebündnis macht das, dann wird der Vorwurf verbraucht wie nachgeplappert. Das heißt, es werden die Leute eigentlich geknebelt, es wird verunmöglicht, der Allgemeinheit zu veranschaulichen, was passiert. Also wie schlimm das ist, was diese Leute machen, weil diese Leute genau das, was sie machen, anderen vorwerfen. Und indem sie empört anderen das vorwerfen, was sie selbst machen, wirken sie auch noch selbst moralisch gut. Weil normalerweise die Psychologie so funktioniert, dass wenn man sich über etwas empört, dann macht man es selber nicht. Also wenn man jetzt sich über ein Verbrechen aufregt, über einen Diebstahl, dann regt man sich darüber normalerweise auf, wenn man es selber nicht macht. Wenn man es selber macht, dann regt man sich nicht drüber auf, weil man es ja gewohnt ist. Das heißt, hier führt man die Leute in die Irre, indem man den anderen was vorwirft, was sie gar nicht tun, sondern was man selbst tut. Es ist die perfekte Täuschung. Und das ist ein Mittel, das andauernd eingesetzt wird. Und es verursacht so eine Art Überraschungseffekt. Also beispielsweise ist es genauso in der Außenpolitik. Es wird Russland in vielerlei Hinsicht das vorgeworfen, wofür der Westen steht. Also wie der Westen in der Vergangenheit gehandelt hat. Imperialistisch aggressiv.
rücksichtslos, nur zur eigenen Interessensvermehrung und zur Erweiterung der eigenen Machtsphäre. Indem es Staaten wie Russland, Iran und anderen vorgeworfen wird, wirkt es umso glaublicher, wenn Leute damit konfrontiert werden, dass diejenigen, die es jetzt dem Iran, Russland und so weiter vorwerfen, dass sie viele Verhaltensweisen genau sie selbst verkörpern. Gucken wir uns jetzt das Interview mit Gauland an. Was macht die Fragen von dem Moderator auffällig? Also auf den ersten Blick sieht es ja so aus, der Moderator ist höflich, Gauland kann ausreden, ist ja eigentlich alles in Ordnung. Vor allen Dingen, weil Gauland relativ ungestört ausreden kann. Und tatsächlich ist es so aus meiner Sicht, tatsächlich, wie Gauland es darstellt, wirklich überzeugend. Nur das Kalkül des Moderators ist folgendes. Er nimmt keine Einordnung vor. Also er stellt gewisse Dinge in den Raum oder beleuchtet gewisse Gesichtspunkte. Er erklärt, mit der AfD will niemand koalieren. Selbst der BSW wird nicht koalieren. Und er stellt dann Scheinfragen. Wie gehen sie damit um? Aber das ist nicht darum, worum es geht. Sondern dem Moderator geht es nur darum, in den Mittelpunkt zu rücken, mit der AfD will niemand koalieren. Der Verfassungsschutz beobachtet die AfD. Bernd wird als gesichert rechtsextrem eingestuft. Und der Trick ist jetzt der, dass allein durch diese Mehrheitsmeinung, also es wird der Moderator stellt die Fragen ja so, als wäre das gesichert so. Also der Verfassungsschutz, er wird nicht eingeordnet. Es wird von den Öffentlich-Rechtlichen nie eingeordnet, sondern immer nur von der AfD, dass er weisungsgebunden ist. Und so funktioniert das hier überall. Das Verhalten der Altparteien wird nicht in Frage gestellt, sondern es wird gesagt, es ist so. Und dann denkt der Zuschauer, okay, ich habe es jetzt nicht genau verstanden, aber alle sind gegen die AfD, dann wird schon was dran sein. Und so soll Gauland widerlegt werden, ohne dass man ein einziges Argument vorbringt. Das ist der Trick. Also Gauland kann erzählen, was er will. Die Leute denken dann, ja okay, aber es sehen ja irgendwie alle anders. Also wird mit der AfD was nicht stimmen. Also wird schon irgendwas dran sein. Also wird es schon passen. Und was jetzt Gauland erzählt, ja, das ist jetzt halt seine Perspektive. Aber die anderen, es gibt ja keinen Grund, warum sollen denn die anderen alle lügen oder warum sollen das alle falsch sehen? Das ergibt keinen Sinn. Und aus meiner Sicht, es führt kein Weg dran vorbei. Aus meiner Sicht, Gauland hat sehr gut geantwortet, aber ohne, dass man die Glaubwürdigkeit der Medien in Frage stellt. Also natürlich indirekt tut er es, indem er es jetzt so dargestellt hat, auch überzeugend dargestellt hat, stellen sich natürlich bestimmte Leute die Frage, ja warum, mit dem Verfassungsschutz ist ja schon irgendwie komisch. Aber indem er die Medien nicht angreift, das machen viele in der AfD nicht, räumt er ihnen Berechtigung ein. Das heißt, wenn er jetzt dieses Verhalten von dem Moderator, wenn er es nicht in Frage stellt vor der Öffentlichkeit, dann gibt er sein Okay. Das heißt, dann sind die Fragen von dem Moderator okay. Dann ist das alles in Ordnung. Wenn aber wenn die Fragen von dem Moderator in Ordnung sind, dann sind die Öffentlich-Rechtlichen in Ordnung. Dann ist diese Art des Interviews in Ordnung. Dann ist also diese Nicht-Einordnung. Dieses Blassen ist in Ordnung, wobei ja die Öffentlich-Rechtlichen bei anderen Dingen, also was jetzt Gauland sagt, sind sie ja immer bemüht, immer Einordnungen vorzunehmen. Das ist ihnen ja ganz wichtig, dass keine Desinformation verbreitet wird. Da müssen sie immer auch Desinformation verbreiten, täuschend etwas einordnen. Also sie müssen andauernd, wenn AfD-Leute sagen, da könnt ihr drauf achten, probieren immer, die Öffentlich-Rechtlichen es einzuordnen und möglichst zu unterstellen, die AfD verbreitet jetzt Desinformation. Aber das machen sie umgekehrt nie. Und hier besteht die Unfairness und die AfD-Vertreter müssen die Aufmerksamkeit drauf lenken, auf die fehlenden Einordnungen. Das heißt, wenn jetzt Gauland erklärt mit dem Verfassungsschutz und so weiter, was er erklärt hat, dann sollte der Hinweis kommen aus seiner Sicht. Könnte der Hinweis kommen, dass jetzt der Moderator diese Einordnung nicht vorgenommen hat, obwohl sie eigentlich ganz wichtig ist für die Öffentlichkeit. Und dass natürlich es generell nicht vorgenommen wird. Oder auch, dass das Verhalten der anderen Parteien von den Öffentlich-Rechtlichen nicht hinterfragt wird, sondern als gegeben angenommen wird, dass es richtig ist, dass die AfD rechtsextrem ist, wodurch die Öffentlich-Rechtlichen ihren Auftrag der allgemeinen Darstellung, dass alle zu Wort kommen und der Unvoreingenommenheit, der Gleichbehandlung, der Fairness, dass das nicht gegeben ist. Es widerspricht den journalistischen Prinzipien. Es geht immer wieder um unausgewogenes Hervorheben, unausgewogenes Verschweigen, Verzicht auf Differenzierung, wodurch Fehlsuggestionen erzeugt werden. Gezielt getäuscht wird, Fehlsuggestionen erzeugt werden. Also aus meiner Sicht war der O-Ton von Dr. Alexander Gauland gut, aber aus meiner Sicht, es könnte immer die Medienkritik oder der Verweis, nicht die Medienkritik, sondern
die Leute sollen das Gefühl haben, dass sie selbst auf die Idee kommen. Also es geht immer um eine Themenlenkung, indem er auf gewisse Dinge aufmerksam macht. Er muss jetzt nicht sagen, sie sind die Lügenpresse, jetzt übertrieben gesagt, sondern er macht auf gewisse Dinge aufmerksam. Und dann fangen die Leute an zu denken und denken, aha, jetzt die Medien haben ja gar nichts gesagt. Und es geht darum, dass AfD-Vertreter diesen Gedankengang ermöglichen, indem sie gewisse Hinweise setzen, wo einfach die Gedanken jetzt in der Geschwindigkeit bei vielen Leuten, wo sie nicht hingehen. Und immer die Themenlenkung ist das Entscheidende. So arbeiten ja die großen Medien auch, dass sie immer eine für die AfD möglichst ungünstige Themenlenkung betreiben. Und genauso muss die AfD immer in den Antworten selbst eine Themenlenkung betreiben, die möglichst ungünstig für die großen Medien ist. Und dabei möglichst wenig Zeit mit den Altparteien verschwenden, weil auch die AfD durch ihre Schwerpunktsetzung bei den Antworten, wohin sie ihre Energie lenkt, kann die AfD deutlich machen, wer am oberen Ende der Nahrungskette ist. Und das sind nicht die Altparteien, sondern das sind die großen Medien. Weil die großen Medien die Leute beeinflussen können, wirksam beeinflussen können, das müssen sich auch viele bei der AfD, auch viele Anhänger eingestehen, das muss man sich eingestehen, dass die großen Medien Macht haben und sie die Leute beeinflussen können. Und das wissen die Altparteienvertreter, wissen das ganz genau und sie richten sich danach aus, weil sie wissen, wenn sie das nicht tun, es kommt immer darauf an, aus welcher Blase man seine Wähler gewinnt. Und die Altparteien gewinnen ihre Blase aus Leuten, die sich nur bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei den großen Medien informieren. Das heißt, die Altparteienvertreter wissen, wenn sie es nicht so machen, wie die großen Medien es wollen, dann ist ihre Karriere vorbei. Sie richten sich nach den großen Medien aus. Das hat man ja auch bei der CDU gesehen, mit der Atomkraft, mit der unkontrollierten Masseneinwanderung. Sie drehen sich im Wind, wie die Medien den Ton vorgeben. Und es ist nicht eine allgemeine Stimmung in der Gesellschaft. Diese allgemeine Stimmung wird von den großen Medien erzeugt. Die großen Medien, anscheinend hatte man so eine Art Morgentauplan im Sinne, als in den 2010er Jahren, oder auch schon in den 2000er Jahren, viele grüne Narrative gestärkt wurden. Also die Grünen in ihren Narrativen massiv bestärkt wurden. Aber jetzt anscheinend hat man andere Ziele, weil die Leute zu unzufrieden sind und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu groß sind. Die Leute zu unzufrieden sind und sich von den anderen Parteien und von den großen Medien abzuwenden drohen. Versucht man die Leute zufriedenzustellen, indem man sich auf die Probleme konzentriert. Also das kann man sehen, dass die Berichterstattung sich komplett verändert hat und dass die Grünen jetzt so abstürzen, ist natürlich die logische Folge davon. Also dass die CDU jetzt so stark ist und die Grünen so schwach sind, das liegt allein an den großen Medien, indem sie einen Schwerpunkt verschoben haben, sie der AfD das Wasser abgraben wollen, indem die wichtigen Probleme gelöst werden. Das ist die Wirtschaft und das ist das Thema Massenmigration. Wobei jetzt bei der Wirtschaft aber das Problem besteht, dass die Energie der Schlüssel ist. Das preiswerte Energie der Schlüssel ist für eine gute Wirtschaft und für das Wohlergehen der Leute, vor allem für die armen Leute oder für die Geringverdiener. Weil ja alle Leute im Prinzip dieselbe Energie, dasselbe für die Energie bezahlen müssen. Natürlich nicht ganz, aber im Grunde schon. Weil es bestimmte Grundbedürfnisse gibt es einfach. Man muss kochen, jeder muss kochen. Der Schlüssel dafür ist aber Gas aus Russland und das können die anderen Parteien oder außer AfD und BSW, können sie das nicht erfüllen, weil es natürlich der Geostrategie entgegenläuft. Und das ist natürlich das große Problem. Also die versuchen es jetzt so, in allen möglichen Bereichen, dass die Wirtschaftspolitik gut läuft und dann versucht man halt, das irgendwie wieder so hinzukriegen, dass es ganz okay ist. Deutschland soll nicht zu stark sein, aber es soll eben so sein, dass die Leute wieder zu den großen Medien zurückfinden. Was dann auch interessant. Der O-Ton von Ali. Es zeigt sich hier ganz eindeutig, dass es eben nicht eine Eintagsfliege ist von Wagenknecht mit den Mittelstreckenraketen, dass sie hart bleiben will, sondern es ist jetzt offensichtlich, dass es in der Führungsspitze verabredet ist. Und Ali hat das hier auch ganz klar gemacht, es gibt keine Koalition mit Mittelstreckenraketen. Also so habe ich das jedenfalls herausgehört. Der Druck auf BSW wird jetzt enorm groß werden. Und hier muss man sagen, aus meiner Sicht, dass Spitz auf Knopf doch die Wahlen verloren gegangen sind, zu einem gewissen Grad für die großen Medien und für die Altparteien. Warum ist das so? In Sachsen ist keine Koalition möglich aus CDU, SPD und Grünen. Das heißt, mit so einer Koalition sind Waffenlieferungen in die Ukraine und mit Mittelstreckenraketen möglich. Und wenn das BSW hinzukommt, es wird aus meiner Sicht, wir können ja schauen, wie es in ein paar Monaten aussieht, ich denke, es wird keine Koalition mit BSW und Altparteien geben. Und das wissen die Altparteien und die großen Medien wissen das auch jetzt schon. Es wird nur der Allgemeinheit vermittelt, ja, es wird jetzt hier verhandelt
um den Druck auf BSW zu erhöhen. Dass BSW am Ende schuld ist, dass die Koalitionen platzen. Aber Kretschmer hat schon von Neuwahlen gesprochen und auffällig ist auch hier, Platzek hat auch schon angedeutet, es werden ganz schwierige Verhandlungen werden. Und das heißt natürlich, es werden unmögliche Verhandlungen, weil auch Platzek ist ja Profi, er weiß ganz genau, wie es läuft. Und die SPD, das heißt, wenn sie jetzt dem nachgeben würde, dann würde sie sich aus der geostrategischen Ecke der großen Medien ebenfalls verabschieden. Das heißt, dann wäre es auch keine Altpartei mehr. Sondern die Altparteien, sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie US-Geostrategie bedienen. Und für die Leute, das ist jetzt ein schwerwiegendes Problem, wovor die großen Medien stehen. Man kann mal gespannt sein, wie sie es lösen. Weil natürlich diese Mittelstreckenraketen, das wirkt wie so eine Nebensache. Aber es ist tatsächlich geostrategisch von allerhöchster Bedeutung. Die USA haben sich jetzt, die US-Regierung, nicht die USA, sondern eben die Regierung, haben sich jetzt darauf festgelegt, dass sie diese Raketen da stationieren wollen. Und das wollen sie sehr wahrscheinlich unbedingt durchsetzen. Und das wissen auch die CDU und SPD-Vertreter und sie machen da uneingeschränkt mit. Also sie haben deutlich gemacht, also Kretschmer wollte ja Neuwahlen, hatte schon gesagt, es wird wahrscheinlich Neuwahlen geben, weil er steht vor dem Dilemma. Es haben zwar, in Sachsen hat zwar BSW und AfD hat keine Mehrheit, aber nur mit den Linken könnte die CDU, nur mit SPD, Grünen und Linken könnte Kretschmer eine Mehrheit bilden. Und die Linke, anscheinend die CDU hat jetzt beschlossen, okay, die Linke, die geht jetzt K.O., da müssen wir jetzt nicht die Leute verärgern, indem wir mit den Linken koalieren, wo die keine Rolle spielen. Das heißt, in Sachsen steht man auch vor einem riesigen Dilemma. In Thüringen sowieso. Es wird in allen Ländern, läuft jetzt wahrscheinlich auf Neuwahlen raus. Und man kann jetzt gespannt sein. Also die AfD hat aus meiner Sicht immer viel Glück gehabt. Es war 2019 eine üble Stimmung gegen die AfD. Und dann kam aber Corona. Das heißt, dann mussten die Corona-Leugner mussten bekämpft werden. Dann kam der Ukraine-Krieg. Dann musste Putin dämonisiert werden. Dann wurde wieder von der AfD abgelenkt. Natürlich, die AfD hat es immer mit erwischt. Aber dann ging es jetzt lange um Putin. Jetzt ein halbes Jahr hat man gesehen, wie stark Kampagnen gefahren werden können und wie negativ sich das auswirkt. Anfang 2024 hat man das gesehen. Das hat die AfD viele Prozentpunkte gekostet. Aber jetzt aus meiner Sicht wird sich der Fokus auf BSW richten. Weil tatsächlich aus meiner Sicht ist BSW noch widerstandsfähiger als die AfD, was dieses Thema angeht. Also wenn man jetzt bei den Westverbänden guckt, aus meiner Sicht leider, ich bin mir nicht sicher, aber es sieht so aus, in den Westverbänden, ich würde nicht ausschließen, dass wenn sich die Möglichkeit böte, da nicht volle Kompromisse gemacht werden. Was jetzt die Waffenlieferung und was das Thema angeht. Also ihr könnt mich ja nicht besser belehren, aber das ist jetzt jedenfalls mein Eindruck aus, es gibt ja Strömungen in der AfD. Man muss ja auch dran denken, dass ursprünglich die AfD aus vielen CDU-Lern besteht, die NATO unbedingt wollen, die in diesem ganzen Denken noch drin sind. Und das ist bei BSW schon anders. Und aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich, der Druck auf BSW wird jetzt enorm werden. Und die großen Medien werden sich, wenn jetzt die Koalitionsfarbe, wenn jetzt BSW nicht einknickt, das wird jetzt natürlich suggeriert, es werden jetzt Verhandlungen geführt, das Thema wird jetzt noch nicht groß aufgefahren. Aber wenn jetzt BSW weiter verweigert und darauf beharrt, dann wird der Druck enorm werden. Und dann werden ja sie als die Landesverräter dargestellt, die Regierungen nicht zustande kommen lassen, die das Volkswohl zerstören und so weiter und so fort. Man kann jetzt mal gespannt sein und es kann natürlich auch das BSW zum Zerbrechen bringen, wenn jetzt Spitzenkandidaten, wenn sie jetzt nachgeben. Aber sehr wahrscheinlich, sie haben ja gesehen, wie es den Linken ergangen ist, wie es jetzt ihnen ergeht, wenn sie Wagenknecht folgen. Und sie wissen, aus meiner Sicht, sie wissen ganz genau, dass sie nichts sind, wenn Wagenknecht geht. Dass es dann sofort vorbei ist. Und deswegen denke ich, wird bei BSW standhaft bleiben. Aber wir werden es ja sehen. Und dann wird das extrem spannend. Ihr könnt schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.